Das ist Lena. Sie ist eigentlich schon Kundin bei uns, seit sie Velo fahren kann. Der Roman schickt immer mich zu ihr, weil er ihr pausenlose Geplauder über Scheibenbremse oder Felgenbremse nicht vertreibt. Früher musste ich Lena stundenlang alle Teile am Computer zeigen, weil wir nicht alle auf dem Gestell haben. Und noch müssen auswendig wissen, was alles zusammenpasst. Jetzt kann sie auf den Tablets einfach selber schauen. Vor kurzem hat sie erzählt, dass sie unbedingt King of the Mountain werden wird. Für das braucht sie ein neues Velo. Bei dem helfe ich ihr natürlich immer noch gern. Für etwas bin ich ja Velomächin. Das Velo ist fertig. Endlich hat sie sich für eine Farbe entscheiden. Lena sagt mir, jetzt bin ich ready zum Strava-Kommjagen. Und ich endlich wieder in der Werkstatt. Bei Velos Herzog hat sich einiges geändert. Ich brauche meine Taschenlampe nicht mehr, wenn ich ins Lager gehe. Im Computer finde ich jede Schraube sofort. Und ich sehe auf einen Blick, welche Lieferant, zu welchen Preisen, welche Teile, wen kann liefern. Ich frage mich echt, wie Swipe Zeit findet, um all die Daten aufzuladen. Und ich habe Zeit, um rechtzeitig Feierabend machen. Ah, aber ich schicke Lena noch schnell die Message, dass ihr ein Helm auf dem Weg ist. Meine Privatnummer brauche ich für das auch nicht mehr. Und das Schöne ist, die ganze Zahlungsgeschichte ist jetzt auch schon geregelt. Und sie kann selber auswählen, wie sie zahlen will. Per Twint, Rechnung oder direkte Überweisung. Da bin ich froh. Da bin ich auch froh. Seit wir mit der Firma Swipe zusammenarbeiten, haben wir eine Softwarelösung, die das macht, was wir wollen. Und wir müssen nicht mehr das machen, was uns das Programm vorgibt. Der Tag einfach gelaufen ist. Oh, du, ich muss schnell weg. Gell?